Moin Leute und herzlich willkommen bei Wimmecoy. Heute bei Bianca. Hallo. In Raum Hannover ist das, ne? Ja. War mal direkt um die Ecke, mal eben kurz zwischen Kind wegbringen und wieder abholen, dazwischen gequetscht. Und du hast hier einen richtig schönen Teich, 25.000 Liter. Wann hast du angefangen mit dem Hobby? Unfreiwillig, als wir das Haus gekauft haben. Aha, war schon Teich dran? Ja, ein Gartenteich. So, das ist eigentlich die klassische Geschichte. Wir haben das Haus besichtigt, hier war ein Gartenteich, der war auch hier tatsächlich. Klassischer Folienteich mit, ich glaube, zwei Ebenen, viele Pflanzen drin. Man hat aber von den Fischen nichts gesehen. Der Teich war grün. Und wir wollten ihn eigentlich wegmachen, weil bloß keine Arbeit. Ich hatte mit Fischen nichts am Hut, null. Wie lange ist das schon her? Das war, also gekauft haben wir das Haus 2015 und im Frühjahr 2016, weil halt hier alles grün war und mir taten die Tiere natürlich leid. Ich wusste auch nicht, was da drin ist, weil man nichts gesehen hat. Habe ich dann angefangen, die klassischen Sachen, die Folie einmal sauber machen und einmal Wasser raus und wieder alles rein, also neues Wasser. Ja, und dann waren da 5 Koi drin, relativ klein noch und ein paar Goldfische. Ja, und ich wollte natürlich, dass es denen erstmal besser geht, bis dann klar wird, was wir machen mit den Tieren. Und das hat irgendwie Spaß gemacht. Und dann bin ich an irgendein Forum gestoßen und habe viele gefragt und irgendwann habe ich gemerkt, das macht mir total Spaß und habe dann aber auch gemerkt, was da alles hintersteckt. Und dann kam irgendwann der Plan, nein, wir kippen doch nicht zu, sondern wir machen was Neues. Ja, und das wurde dann dieser Teich. Dafür, fürs erste Mal habt ihr das aber dann, hast dich vorher informiert, wie es die wenigsten machen. Ja, ich habe mir viele Blogs angeguckt, auch so eine klassische Geschichte, ne? Habe im Internet in den Foren geschaut und musste mich ja erst mit solchen Dingen beschäftigen, was ist ein Filter, die Pumpe, Hydraulik, gepumpt, Schwerkraft. Ich habe erstmal gar nicht verstanden, was das alles ist, ne? Gerade als Frau. und dann habe ich erstmal angefangen, das alles zu verstehen, habe mich viel durchgefragt, habe mir viel angeguckt. Und dann habe ich irgendwann selber die Pläne gemacht, wie der Teich werden soll. Für uns war halt wichtig, nicht so eine eckige Form, weil wir doch sehr naturbelassen hier wohnen. Und der Teich sollte sich auch irgendwie ein bisschen einfügen und nicht wie ein Fremdkörper wirken. Und am Ende ist es ein Lolli geworden. Ja, so gesehen, genau. Und dann haben wir quasi hier diese runde Tiefzone und hinten ist noch eine kleine Flachwasserzone. Aber richtig schön mit PE-Platten, ne? Ja. Also habt ihr euch nicht lumpen lassen, ne? Habt ihr gleich richtig gemacht. Genau, also das haben wir, das ist ja das Einzige, was ich nicht selbst gemacht habe. Das Einschweißen habe ich machen lassen, weil wenn ihr da das selbst macht und es wird undicht, wird es halt unschön. Ja, das haben wir machen lassen und das hält auch seitdem sehr gut. Ja, hat 25.000 Liter, 1,50 Tiefe, denke ich mal. Genau, hier die Tiefzone, ja. Genau. Ja. Und eine kleine Flachzone, 1,1 Bodenablauf. Und nee, in der Flachzone ist auch noch ein Bodenablauf. Hast auch noch einen Bodenablauf. Hat 2 Bodenabläufe und 1. Achso, du hast ja gesagt, das ist eine gute Umwälzung. Das heißt, du wälzt auch fast mehr als einmal die Stunde um, ne? Ja, also ziemlich genau einmal die Stunde. Ja, aber es kümmert Zug. Das Wasser sieht super aus. Und deine Koi, was hast du drin? Erzähl. Von allem was. Also ich habe Japaner. Ich habe von den ursprünglichen Koi sind noch 3 da. Zwei sind leider verstorben. Der eine hat einen Tumor, den musste ich einschläfern. Mein Lieblingskoi, die war toll. Und einer, der war schon immer krank, der hatte irgendwas mit dem Immunsystem, der war auch immer abgemagert und mit mehreren Tierärzten und immer versucht. Und dann kam nach und nach dazu, die ersten beiden, die dazu kamen, waren noch von privat. Und der Rest ist eigentlich ja immer von Händlern, die man eigentlich auch kennt. Bis auf einen gibt es nicht mehr, aber ich habe da eine bunte Mischung drin. Ich habe auch ein paar Indonesier drin, 8 Stück von KGB. Ja, und es ist eigentlich von allem was dabei, im Moment in allen Größen. Und weil ich bin da jetzt nicht so der Perfektionist, das alles ganz so pingelig riesig. Absolut nicht. Also die müssen Spaß machen, darum halt auch die Indonesier, die haben halt einen super Charakter. Die Japaner kommen da oft gar nicht mit, wenn ich da was reinwerfe, das ist einfach brodelndes Wasser und die anderen sind dann immer erstmal so ein bisschen, huh, was passiert jetzt? Ja, die machen schon Spaß, also machen alle Spaß, aber charakterlich sind die. So wie ich sehe, gut vorbereitet für den Winter, stehen alle gut im Futter. Ja. Was für das? Von Nutramare. Und wie bist du zufrieden? Alles top, also ich kann mich nicht beschweren. Das ist jetzt auch das Futter, wo ich am längsten eigentlich bei bin und ich hatte auch natürlich einiges ausprobiert und vom Gesamtpaket passt das für mich eigentlich am besten tatsächlich. Ja, sehr gut. Wasser sieht super aus, richtig schön klar, schön weich, schön Glanz auf dem Wasser
Und ich würde sagen, dann gucken wir uns jetzt mal aus der Nähe an. Eine super zu durchströmende Form. Hast du mit Absicht so gewählt, ne? Ja. Du wolltest keinen eckigen Teich. Genau, ja, und weil es halt auch strömungstechnisch genial funktioniert. Man muss ab und zu mal im Randbereich was wegschneiden, weil man glaubt das gar nicht. Aber was da alles so reinhängt, das hat einen unheimlichen Einfluss. Und wenn die Oberflächenströmung schlecht ist, ist der Rest auch schlecht. Das sehe ich, wenn ich die Abdeckung drauf mache im Winter, dann habe ich habe quasi Doppelstegplatten auf so Schwimmern, diese Styrodurschwimmer. Mhm. Und die zerbrechen natürlich die Oberflächenströmung total. Ja. Und du merkst gleich, dass unten was am Boden liegen bleibt. Mhm. Ich muss sagen, sieht richtig schön aus. Sieht aus, als wenn sie schweben. Also super schönes Wasser. Ja, wir haben auch butterweiches Wasser, KH 1,5. Also musst du aufhärten? Mache ich, aber tatsächlich härte ich nur sehr zurückhaltend auf. Ich habe eine Permanent-pH-Messung dran und da orientiere ich mich dran. Ja, ja, ja. Und darum, also ich viel härte ich gar nicht auf. Das also geht. Muss man schon sagen, du bist gut ins Kohlhobby reingewachsen, ne? Man wächst mit seinen Learning Aufgaben. Learning by doing, ja, ja, absolut. Richtig schön. Haben auch den ganzen Tag was zu schnabbeln, wenn das Grünzeug rüberwächst. Und aber hier eine kleine Flachzone, sagst du, musste sein für Pflanzen? Ja, ich finde eine Flachzone irgendwie schön. Also die sind da auch gerne und da ist ja auch eine Pflanzinsel drauf. Mhm. Da sind sie gerne mal oder man hat ja auch mal einen Koi, dem es nicht so gut geht. Ja. Da können die sich dann super mal drunter ein bisschen zurückziehen. Also die sind da echt gerne in der Flachzone. Man sieht auch, dass sie alle tiefenentspannt sind. So wie ein Koi-Teich sein sollte, schon steril. Aber außenrum dafür umso mehr. Und das sieht auch richtig schick, ist ein schönes Konzept. Ist ein bisschen verwildert, aber das passt zu unserem Garten, der ist es nämlich auch. So ein Riesengarten, also es kann man natürlich alles perfektionieren, aber das sind wir einfach nicht. Und dann kommt es ja zu nichts anderem mehr. Und hier. So fügt er sich ganz gut ein hier. Sieht super aus. Mit einer Flachzone hier. Tritt hier alles kaputt oder kann man drauf? Nee, tritt einfach drauf, ist kein Problem. Ach, hier hast du noch. Die Flachzone ist ja wirklich flach, ne? 50 cm? 50, ja. Und hier vorne, falls sich wer fragt, was das sind Ausstiegshilfen. Wir haben hier sehr viele Igel. Und ja, es sind schon Igel in den Teich gefallen. Und durch diese Ausstiegshilfe können die halt da raus. Da hinten ist auch noch eine. Die ist ein bisschen versteckt hinter der Pflanzinsel. Toller Teich. Sind noch alle super genährt. Gerade die Gurken. Ja. Die müssen im Winter nichts ausstehen, die kommen gut durch den Winter. Und wann wächst du in der Regel ab? Es ist einerseits wetterabhängig, andererseits auch ein bisschen abhängig von diesem Baum hier vorne, dieser Riesenbuche. Ja. Der Wind kommt ja aus Westen, das ist quasi von hinter der Buche und die Blätter, die fallen natürlich in den Teich. Mhm. Und da ist irgendwann die Hydraulik mit überfordert. Ne? Das viel landet im Skimmer und irgendwann bin ich dann auch gezwungen zuzumachen, so Mitte Oktober, weil sonst geht das hier, ja, bin ich nur noch am Rausrennen und Blätter rausfischen, weil die Hydraulik dann irgendwann nicht mehr mitkommt. Also große Blätter sind für Trommelfilter, ja, wenn es zu viele sind, dann irgendwann auch nicht mehr so schön. Ja, jetzt hast du Hydraulik und Trommelfilter gerade angesprochen, ja. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns auch gleich mal an. Okay. Die Filterkammer ist ein Pferdestein, ne? Ja. Aber dafür sieht es doch gut aus, hast gesagt, total Chaos, aber das geht doch alles. Ja, ich sag's mal so, oben die Dämmung, wo eigentlich schon längst USB-Platten vor sein sollen. Ja, das mussten wir tatsächlich, wann war das denn? 2021 im Februar, da ist doch so eine extreme Kältewelle gewesen. Da haben wir in der Nacht- und Nebelaktion hier alles gedämmt, weil das echt die Spülpumpe vom Trommelfilter eingefroren ist. Oh ja, und wie das halt so ist mit Provisorien, die halten meistens länger als die Endlösung. Ja, ja. Ja. Du hast ja schon vorgegriffen, also klassisches System, ja. Trommelfilter, was hast du, ein PP50 oder PP35? 65. 65, ist das sogar. Also größer dimensioniert. Ja. Hast vorgesorgt, aber gut, du fährst auch eine gute Umwälzung. Das Ergebnis gibt dir recht. Er ist nicht überfordert, sagen wir es mal so. Genau. Und vom Trommler geht es dann in 2 Kubik Helix, oder? Ja, genau. Das ist alles statisch, 36er Helix. Man kann auch mal reingucken, aber es ist jetzt natürlich nichts Spannendes zu sehen. Ja, ja. Na, also ist bei mir, beide Kammern sind statisch. Mhm. Ja, Belüftung ist natürlich trotzdem drin. Ja. Hier ist, das können wir gleich machen. Achso, und hier hast du die Pumpen. Genau, hier praktisch sind die Pumpen, das habe ich abgetrennt, das habe ich auch alles selbst gebaut. Wobei ich das später erst gebaut habe, in der ursprünglichen Lösung war die Ansaugung mal außen.
Aber ach, das ist hier, da ist nur Helix drin, wenn ich mal einen Fisch separieren muss, dass da ein bisschen Filtermaterial reingeht. Ja. Und hast dann UVC drin, hier hast du deine die ist hier. Hier im ach so, das ist die Permanentmessung vom pH, meine ich, ne? Ja. Genau. Da ist das Messgerät, richtig. Ja. Ist natürlich immer optimal dabei knapp 7, ne? Ja, also jetzt ist es ein bisschen, weil ein bisschen Fadenalgen, nicht doll, aber ein bisschen sind halt da, die erhöhen schon den pH-Wert ein bisschen. Und wie oft musst du das Ding warten? Interessiert bestimmt den einen oder den anderen. Den jetzt? Die Sonne selber? Wie lange läuft die, bis du sie warten die musst? Läuft, also ich, das Einzige, was ich mit dem Ding mache, ist mal kalibrieren, einmal im Monat oder auch mal alle zwei. Ansonsten mache ich da gar nichts. Machst du gar nichts. Das läuft einfach. Ja. Und hier ist so praktisch ein Helix und abgetrennt und dann zwei Titanium oder eine Titanium? Was eine Titanium 31.000 und eine Aquaforte, die ältere Version noch, die 30.000er auf der kleinsten Stufe. Und die drücken dann auf der kleinsten Stufe zurück in den Teich, ne? Ja, die Oase glaube ich auch 10% und die Aquaforte ist ja die kleinste Stufe 30%. Ja, genau. Und die drücken das dann zurück. Und quasi zwischen dieser Trennwand, die ist unten, habe ich so ein bisschen aufgesägt. Da läuft unten drunter dann das Wasser. Das kommt hier oben rein. Ja. Schön von oben nach unten. Upflow, Downflow. Genau. Und dann drückt die Pumpe zurück in den Teich. Ja, hast natürlich auch Glück, dass du hier Hanglage bist, ne, sozusagen. Total. Da haben wir richtig Glück. Das war natürlich optimal. Da brauchtest du die Filterkammer nicht mehr ausschachten. Ja. Konntest direkt. Und zufälligerweise war es genau ein Meter Unterschied. Also dass wir haben die IBC hier hingestellt, alles aufgebaut, haben den Teich voll gemacht und es war wirklich genau perfekt. Einfach so. Also Glück gehabt. Richtig cool, würde ich sagen. Ja. Und jetzt schauen wir uns natürlich zum Abschluss nochmal deine Wasserwerte an. Okay. Die Wasserwerte. Wir haben Sauerstoff von 8,6 Milligramm, ein pH von 7,07. Also Biancas pH-Messung funktioniert soweit. Wir haben 20,2 Grad Temperatur. Und wir haben nicht nachweisbares Ammonium oder Nitrit von kleiner 0,05. Also alles im grünen Bereich. Ein schön eingefahrener Teich mit Topwasser. Die Sonne spielt heute auch mit. Einer der letzten warmen Tage. Der Herbst kommt unausweichlich. Heute Morgen war es schon saukalt, aber jetzt kann man es gut aushalten. Was ist los, Quietschenback? 20,2 Grad, aber du steuerst mit Luftwärmepumpe gegen, ne? Ja. Sonst könntest du die Temperatur gar nicht mehr halten. Ein sehr schöner Teich. Und mit diesem tollen Bild verabschiede ich mich auch für heute. Wenn euch der Blog gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst mir ein Like da. Wenn auch ihr euren Teich oder einen hervorragenden Blog sehen wollt, zögert nicht, schreibt mir eine E-Mail an wimme-goi@gmx.de. Bis denn!